Ich begrüße euch alle herzlich zu unserer heutigen Episode von Meine Matze, Teil 2. Ja, wir machen Teil 2, weil ihr nicht die Epicness von Teil 1 so an sich aufhalten konntet. Weil diese Epicness zu viel für euch war, weil ihr euch gedacht habt, oh Mann, dieser Typ oben links in der Ecke, der ist so cool. Und die ganzen Fangirls schon vor meiner Haustür gestanden haben und alle sich schon feucht mit ihren Möselsteinen hier über die Bordsteinkante geschliffen haben, dachte ich mir, okay, wisst ihr was, Weiber, kein Ding. Ich mach jetzt mal Teil 2. Also macht euch nichts draus. Okay. Das ist alles gut. Ah, ich hatte schon so einige Sachen erlebt, aber Teil 2, mal sehen, was es diesmal warten wird. In Teil 2 sind wir jetzt in eine andere Dimension gekommen und wir fragen uns natürlich, was wird hier passieren? Wo sind wir jetzt schon wieder gelandet? Verdammt, es sind noch mehr von diesen Suchtis. Muss ich irgendwie umgehen. Irgendwie. Na, keine Ahnung, ach nö. Suchti, hehe, geheim, hehe. Haben wir jetzt gedacht, dumme Suchtis sind wieder da und sie wollen es kloppen, aber Jack ist auf unserer Seite. Leider werden wir wohl sterben, weil die Geheimsuchtis viel zu stark für uns sind. Und ich weiß nicht, ob wir das überhaupt schaffen können. Jedoch ist Jack super stark und es kann uns alles egal sein. Weißt du, wenn man Jack an seiner Seite hat, da braucht man keine anderen Freunde. Da hat man ihn. Das ist immer mehr in sein Leben. Geht weg, ihr scheiß Suchtis, denn ihr könnt mir gar nichts. Oh nein. Hä? Es ist das Glockenrätsel aus Silber. Ach. Wisst ihr was? Ihr könnt mir mal so fett ins Knie ficken. Das Glockenrätsel, das ist doch nichts. Das ist der letzte Scheiß, ist das. Ich habe schon Rätsel damals gelöst, da gab's noch gar keine Rätsel. Da habe ich mir selber welche gemacht, weil ihr mir zu langweilig gewesen seid. Tja, und deshalb kämpfen wir jetzt gegen die dumme hessische Irgendwas-Glocke. Ist mir auch egal. Wenn euch das nicht gefällt, dann schaltet einfach ab. Ich hab keinen Bock auf euch. Kein Bock. Ich muss ja den Scheiße weiterdrehen, wie euch scheiß kleinen Homo-Kinder. Okay. Blasterbug einsetzen. So wie die Jax-Technik, die er nicht hat. Okay. Akkubuster dreht völlig durch mit der dummen Blaster-Technik, die gar keinen Sinn macht, weil sie viel zu viel Schaden macht und man viel zu oft damit trifft. Ja, wie man sieht, ist diese Attacke echt viel zu effektiv. Sie trifft einfach 1 Milliarde Mal. Was soll's? Ist es mir scheißegal. Ich nutze mir jeden Glitch aus in diesem Spiel, weil ich bin der coolste von ich. Ich bin der Macker, Leute. Ich bin der Macker. Okay, also schickt euch. Ihr könnt mich mal. Das ist mir alles egal. Wir machen hier alles mit einem Schlag fertig. Weil Akrobastian hat hier seinen Blasterbug und hat hier Jack, der hier alles wegkloppt. Ja, Akrobastian dreht völlig durch. Der schießt einfach 1000 Mal drauf. Denn diese Glocke, die kann uns gar nichts. Diese Glocke ist einfach zu schlecht für euch. Dann guckt euch euch an, wie scheiße diese Glocke ist. Oh nein, Glockenriese lässt die Gruppe verzweifeln. Und somit wurde niemand getroffen, weil dieses effektiv gegen Augen verursacht Blindheit. Okay, wir versuchen den Augenklatscher einzusetzen und den Blasterbug weiterhin so wie kloppen. Kein Ding, denke ich mir. Wir machen einfach weiter. Wir machen einfach weiter mit dem Scheiß hier. Es ist sowas von egal, wie oft man diese Glocke läuten muss. Ich bin sowas von der Macker, Leute. Ihr könnt mich einfach erraschen. Ich habe ein Blaster-Gewehr, den Ultra-Öger und den Mega-Klopper erhalten. Wisst ihr? Das ist mein geiles Equipment. Und nicht diesen Scheiß, den ihr jeden Tag tragt. Wenn ich über die Straßen gehe, ne? Wenn ich die Straßen überquer, die ganzen Autos natürlich für mich anhalten und jeder mich bewundert für meinen Glanz, den ich über meine Haut trage, wo man richtig das Strahlen sieht, ne? Was ihr natürlich nicht habt, ihr verdammten Lotzis, dann taucht manchmal so vor mir so ein Blaster-Gewehr auf. Und ich denke mir so, soll ich das benutzen oder nicht? Ja, warum nicht? Wenn man mir das schon anbietet, warum soll ich das dann nicht machen, ey? Ne? Was soll's? Das ist Matze, ich bin nur Level 13, alle Level 13 jetzt. Und wir sollten mal unser neues Equipment mal einsetzen, würde ich mal sagen. Gleich, wenn wir hier raus sind. Tja, da sind wir auch schon in die nächste Teleportation gelandet. Wir haben Akkubuster in den Zwerge und natürlich den Haut drauf, Typ wie Jack. Das braucht man mehr. Also, von Super-Öger gehen wir zum Ultra-Öger, denn damit kann man noch mehr ögen. Also, was soll's? Was wollt ihr heute machen? Geh mal in coolen Jokes, Leute. Ich joke euch sowas zu Tode. Ich habe die Abspackung maximal mit dem Blästergewehr, weil jeder weiß, ist das Blästergewehr natürlich besser als der ganze Scheiß. Das ist mir egal. Das ist mir alles egal. So, Klopper, das ist egal, dieser materialistische Streit und den sie erfüllt alle ergonomischen Anforderungen eines Haut-Drauf-Typis, aber weil ich der geile Macker hier bin, habe ich natürlich den Mega-Klopper gefunden. Der kloppt mehrere Sachen auf einmal. Was braucht man überhaupt mehr als das? Ja, so mehr braucht man nicht im Leben. Das ist alles gut. So, jetzt können wir weitermachen. Dieses Schwert nur angucken. Ein blinkendes Schwert.
Was ist denn das im blinkenden Schwert? Keine Ahnung. Es ist, wenn man nicht an etwas Interesse hat, dann hat das schon seine Gründe. Und das liegt in dem Fall einfach daran, weil so ein blinkendes Schwert mir einfach scheißegal ist. Was soll ich damit? Diese ganze Dimension ist so für den Arsch. Also wieso sollte mich so ein blinkendes Schwert jetzt interessieren? Das ist doch scheißegal, ist. Lass es vorbei, Mann, du dummer Wichser! Hör nur was zu erledigen! Hör genau! Sonst gibt's Haue! Aber, meine ungestümen Freunde, bevor ihr passieren könnt, muss ich euch eure gegen Kollegen in einen nicht verwandeln! Das Ritual kann unter Umständen sehr lange dauern und euer Freund wird die schlimmsten Schmerzen seines Lebens erleiden. Das ist Kanon zum Original Mighty Magic 7, wo der Zwerg von Akrobastien zu einem nicht verwandelt wird. Seid ihr bereit? Junge, mach mal! So sei es! Da geht bitte zur Seite, damit ich das Ritual durchführen kann. Ihr dunklen Götter, so sperrt seine Seele in dieses Einmachglas, auf das es sein ewiges Leben nach dem Tode als sich weiterführen möge. Das ist echt wie in Mighty Magic V. Ich fühle mich so süchtig! Und so verwandelte sich Akrobastien von Gegenzwerg zum Süchtinglich. Und somit haben wir diese ganze Metamorphose vom Akrobastien jetzt durchgenommen, die ihr gemacht habt von Mighty Magic 6 und Mighty Magic 7. Also das könnt ihr natürlich nicht wissen, weil ihr euch ja Mighty Magic 6 und Mighty Magic 7 nicht anguckt, sondern nur N-Ball und Mighty Magic 5 Kaki! Fighty Kaki! Weil ihr euch sowas ja nicht anguckt. Ist mir egal. So. Sehr gut. Nun testet deine neue Fähigkeit an diesem blinkenden Schwert. Einfach Glas mit Seele erhalten. Eines noch. Sprich mich nicht vorher nochmal einmal an, bevor du nicht mit dem Schwert interagiert hast, da sich sonst die ihnen gezeigte Animation nochmal wiederholen würde. Kloppen? Verstehe, Meister. Okay, wir killen jetzt mit dem Schwert. Weise gesprochen, mein getreuer Schüler. Nur die Süchtigsten, die ich erkenne, die wahren Wert solcher Artefakte. Nun geh. Ich habe dir alles gelehrt, was nötig ist, um die nächste Herausforderung zu bestehen. Okay, gut. Ja. Ich bin schuld, ich gebe zu. Aber wisst ihr, manchmal muss man sich etwas nicht mal diesem Flow durch den Körper fließen lassen. Muss ich einfach mal fragen, ey, dieses Schwert, das ist doch schon ganz schön geil. Also warum sollte ich es nicht machen? Okay. Lass uns jetzt durch, du dummer Penner. Jo. Okay, er hat sich weggebeamt. Ich speichere in das Spiel. Und die Musik wird auf einmal lauter. Weil anscheinend der liebe Gameboy wusste, wie sehr mir diese Musik auf den Sack geht. Unterbewusst wusste er dies vielleicht. Vielleicht hat das doch einfach nochmal geändert. Ich würde es ihm zutrauen. Was ist denn jetzt? Auge des Böse erscheint. Und zwar zwei Stück. Vielleicht sollte ich es mit diesem Augenklatscher versuchen. Okay. Ich brauche diesen Augenklatscher an dem Auge des Bösen. So viele Blaster Broke. Oh shit, ich kann nicht mehr einsetzen. Kacke. Weil ich habe wahrscheinlich nicht genug Kacke im Arsch. Mehr Verkloppung. Kloppt alle Gegner. Okay, Akrobastik greift an, macht 250 Schaden. Jack macht super viel Schaden, weil er einfach super. Und Aquanox 2 schrei ich einfach herum. Naja, das ist eine Pointe an das Auge im Hauptmenü von Aquanox 2. Da haben wir nicht ganz schön krassen Shit gemacht. Also, der Unclasher König einsetzt, aber den Häger zu dem Blasterbock, der geht jetzt wieder. Und die Mehrfachkloppung. Matze Hektrum. Nee, Augen, nimm das! Ich ball euch alle, weil ihr seid schlecht. Schlecht. Ich bin's recht. Du bist ein mächtiger Feind, der mich mit seinen Kacke auffrisst. Yeah! Habt ihr diesen Flow bemerkt? Das ist ganz so geil gewesen, ne? Das denkt ihr euch so, Matze, ist das ein cooler Typ, ne? Wann bin ich ein cooler Typ? Aber niemand kann so cool sein wie ich. Kein Mensch dieser Welt wird jemand so cool sein wie ich. Kein Mensch. Okay, geben wir dieses Auge mal den Rest, den sogenannten Gnadenstoß. Okay, weiter geht's. Helga, Blasterbock und alles gleichzeitig. Der Schaden der Gerechten wird ausgeführt. Nimm den Blasterbock der Gerechtigkeit. Du kannst dich immer ausweichen. Nicht für immer, du blödes Auge. Tja, Auge, wie lange willst du noch überleben? Du kannst ganz schön viel aushalten, das muss ich dir mal lassen. Nimm einfach meinen coolen Schaden. Yeah. Okay, was sagst du dazu, Auge? Tja, niemand kann mit mir fertig werden. Ich habe auch gar keinen Bock mehr auf dich, Auge. Plötzlich. Nee, ich will nicht genug entkämpfen. Es ist mir egal, Gameboy. Ich hasse Scheiß auf dich. Was ist das für eine alte Oma? Würdest du bitte den Fernseher einschalten? Nein!
Nein! Hallo Leute, willkommen zu diesem Game, wo Stecker-Oma auftaucht. Nun befinden wir uns in unserer normalen Form. So, du scheiß Oma, du kriegst das richtig auf die Fresse, ich sag's dir. So, du kriegst den Blaster-Ball, Alter, das ist doch scheißegal. Und Jack, du klopfst einfach drauf, klopf auf die scheiß Oma mit dieser scheiß Trockenhaube. Klopf sie kaputt. Diese blöde Oma, die nichts bringt, macht sie tot, solange ihr könnt. Jetzt ist Serious Business, jetzt wird dir nicht mehr herumgemackert, ey. Jetzt kriegst du alles auf die Fresse. Na, was willst du tun, ne? Was willst du tun, Oma? Ich bring dich um. Bring dich um, Oma. Bring dich um, Oma. Ja, ich baller dich ab mit meinen geilen Waffen. Ja, stirb, Oma. Stirb. Alte Leute müssen sterben, irgendwann müssen sie sterben. Sterben, Oma. Okay. Ey, du kriegst doch die Fresse, Oma. Mein Superdrehschlag! Ich mach dich kaputt! Mutter, jetzt hat mir für den Stecker rauszuziehen. Oh Gott! Ey, was ist, was ist hier? Okay, die angebrannte Milch verschwitzt sich auch noch drüber. Oh shit, ich kann nichts dagegen tun, okay. Sie ist tot, Leute. Oh Gott! Oh Gott, ey. Nun fragt man sich natürlich, jetzt, wo wir alle diese Hack-Rüstung erhalten haben, was sollen wir mit so einer Rüstung tun? Wieso werden uns Rüstungen mit derart intensiven Namen gegeben? Soll es uns sagen, dass diese Namen, diese Rüstungen sehr stark sind? Oder sind sie eine Parodie auf andere Rüstungen, die andere Menschen vor uns getragen haben und somit wir diese Philosophie weitertragen sollen? Es ist natürlich die Frage, wie wird sich das jetzt auf uns kacken? Ja, und dementsprechend werden wir uns jetzt natürlich mal diese super Hack-Rüstung anziehen. Sie besteht aus reinem Hackstahl. In der letzten Folge haben wir schon darüber geredet, dass diese Rüstungen aus reinem Hackstahl sind und dass lustigerweise ich, mein RPG, ich dies alles wusste. Praktischerweise. Nun denn, ziehen wir uns doch unsere Super-Hack-Rüstungen mal an. Ja, Super-Hack-Rüstungen tragen dazu bei, dass unsere Defensive sehr, sehr stark erhöht werden. Nun denn, Super-Hack-Rüstung wird verstärkt. Jetzt haben wir eine neue Rüstung und das trägt dazu bei, dass wir nun mehr Schläge aushalten können. Das kommt daher, dass die Abwehrattribute in diesem Spiel so eingestellt sind, dass physische Angriffe abgemildert werden durch den jeweiligen Eigenschaftsattribut Abwehr. Und dadurch erhalten wir eine gewisse höhere Chance, dieses Spiel zu meistern. Nun denn, gehen wir mal in die nächste Episode rein. Die Map ist so klein wie Rüdiger. Aber egal, Jetzt natürlich töten, und wenn wir sie nicht töten, dann kann ich sie nicht besiegen, weil wenn sie besiegen kann, werde ich nicht so klein wie Rüdiger und wenn ich nicht so klein bin wie Rüdiger, dann werde ich ihn einfach mit Aquanox 2 besiegen, wenn ich mit Aquanox 2, dann kannst du mir gar nichts mehr machen, ich werde dich einfach besiegen, ne? Was willst du dagegen machen, ne? Akrobus, der besiegt dich! Fuck you! Okay, gut, alles klar, Mathe ist in Level 17. Okay, dann wollen wir mal weitermachen. So, weiter geht's, wir kämpfen gegen alles. Nö, ich kämpfe nicht gegen noch mehr. Nö, Hackmonster, die habe ich erfunden, ich weiß. Aber ich habe sie verbessert, sie sind noch schlechter und kackiger geworden. Nö, okay, alles klar. Jetzt geht alles, egal, wieso. Nun ist der Zeitpunkt gekommen. Lass mich raten, dir macht das Gegäge in meinem PC keinen Spaß mehr und du willst uns jetzt umbringen. Oh nein,
Es ist Greggy. Oh mein Gott, es ist Greggy. Jetzt müssen wir Greggy töten. Oh nein, Greggy ist da. Oh nein, müssen wir töten. Scheiße. Ich muss sie jetzt umbringen. Ja, nimm mal Strong Stuff. Jetzt hörst du richtig verstehen. Nein, Greggy, nein. Du darfst mich nicht töten. Ja, vorher töte ich dich. Ja, vorher töte ich dich, Greggy. Jetzt wirst du richtig abgeknallt durch meine coolen Fähigkeiten. Mehr Verknopfung ist aktiviert. Ja, ja, ja. Stirb, Greggy, du sollst auf einmal. Ist mir egal, was ich tue. Greggy, nein. Du darfst mich nicht umbringen. Fraps, hör auf zu ruckeln. Nein, Greggy, nein. Nein, Greggy. Ich will das nicht mehr. Ich will nicht mehr sterben. Ich will nicht mehr sterben. Ich will nicht mehr sterben. Das ist einfach. Und was du sterben? Oh, das werde ich einfach töten. Oh nein, ich kann das Ding, Greggy, tun. Oh shit. Ich muss hier so sterben einfach. Wie konnte das denn passieren? Nein, scheiße. Voll unfair. Ich werde wiederkommen. Das ist dein PC nicht mehr sicher von mir. Ich bin eindeutig gestorben, aber egal. Ist ja voll scheißegal. Aber egal. Hä, was? Ihr habt das nicht gelesen. Fuck. Bist du jetzt tatsächlich gekommen, uns zu retten? Als ob. Oh nein, Lukas ist da. Na, du lachst eigentlich. Da dachte ich, komm mal vorbei, um andere Wesen mal einen Stern zuzusehen. Das dachte mir schon fast. Lukas schließt sich der Gruppe an. Was? Was? Warum? Oh, warum? Was passiert jetzt? Oh nein, du bist süchtige Typen. Moment mal, das hatten wir doch schon mal. Ich hab keinen Bock mehr auf diese Scheiße. Derbe Hassmodus aktiviert. Derbe Wegfetzungsmodus aktiviert. Derbe Heftigungsmodus aktiviert. Heftig. Willst du jetzt jeden einzelnen Suchtig kloppen? Ja, aber nicht weil ich es will, sondern weil ich es kann. Wir kloppen. Diese Einstellung will ich sehen. Jetzt lass uns richtig Suchtis klatschen. Und die Spielzeit noch künstlich in die Länge ziehen, wie sie alle geheimen Suchtis um fortfahren zu können. Okay. Ja, hallo, fick dich, du scheiß Assi, geil bin ich, zerquetsche ich mit deinem kleinen Finger. Ja, ich bin Lukas, Lukas kann alles, bin der geilste Ding und ich bin der geile Hasser. Ja, Lukas, bring an um, halt die Fresse, ja, bring an um, jetzt geht's vor, ist Hund aus dem Maul. Ja, alle sind tot, alle sind tot, ja, sterbt alle, ich brech dir in alle Knochen, ey, der Knochen knacken schön, hallo, fick dich, nein, ich bin Lukas. Bring alle um. Okay, tschüss. Ja, bla bla bla, geheim, bla bla bla, süchtig. Ich schlag dir jetzt voll geheim auf die Fresse. Oh ja, ich bin süchtig. Ich bin das so. Und ich bin Akku. Ja, süchtig, geheim. Ich will dich töten. Jetzt gibt's alles voll aus dem Maul. Okay, alles klar. Ich werde alle umbringen. Ah, halt die Fresse. Okay. Alle werden sterben. Wie ist, wenn ich dir einen Sekundentakt die Zähne rausreiße? Ich hab doch gar keine Zähne. Da reiße ich dir eben die Klappe raus. Oh mein Gott, er tötet die Glocke! Lukas kann selbst die Glocke töten, hör, ist richtig geil! Hey, tot, alle sterben, ja, lass uns weitergehen! Wir sind heute in die nächste Episode! Jetzt bringen wir alle um selbst das Auge, wie leistet heute ist mit Augenflaschen? Nö, ich hab Lukas an meiner Seite, Lukas ist so stark wie die Welt! Er kann Streit, Kolben, Dämmerung und Geld werfen! Der geheime Waffe wirft gerne noch seinen Gegner, oder? Er fesselt den puren Hass! Okay, Lukas, bring alles um! Ja, Lukas, bring ihn um, ja! 125.000 Schaden! Ja, ich fahr nur Heavy Metal Musik. Ich sollte Heavy Metal Musik hören. Jetzt höre ich mal um. Einfach weitergehen. Da ist schon wieder die Oma. Werde alles umbringen. Lukas, mit Lukas ist alles anders. Lukas, Lukas, ich bringe Lukas um. Ich würdest du mit dem Herz einschalten? Jetzt reißt du bitte her, du blöde Oma. Lukas, er wirkt die Stecker-Oma mit einem Stromkabel. Damit gibt es einen Kurzschuss und die Oma erleidet schwerste Verbrennungen. Pff, geil! Okay. Okay, jetzt haben wir ihn um. Ja, komm. Das Ganze hatten wir auch schon mal. Diese ganze Situation hat mich zu the moon. Okay, jetzt reicht es mir endgültig. Lukas, das soll ich mir sein Hass ein Dimensionsriss. Heftig, ey. Hey, geil. Oh Gott, was macht Lukas da? Ich hab keine Ahnung, was passiert. Was passiert eigentlich? Hä? Okay, wir speichern. Lukas beamt uns weg. Wo sind wir jetzt? Ihr wolltet also meine Schleife entkommen. Ja! Und jetzt machen wir dich endgültig platt. Endlich mehr kloppen. Geh zur Seite. Gameboy erscheint. Oh shit, nein, Gameboy. Der heftigste Gegner von allen. Und wir werden ihn nicht so leicht besiegen können. Okay, Leute, jetzt müssen wir unser Bestes geben, Akrobastian. Hau rein mit deinem Blasterbug. Check, ich verzichte auf jegliche Defensive und lasse dich die Mehrverkloppung einsetzen. Lukas, wirf Geld sofort auf Gameboy. Jetzt ist es kein Spaß mehr. Bring mir Gameboy um. Gameboy,
Du hast uns lange genug gequält in deiner dimensionalen Zeitschleife. Aquanox 2 wird dich ebenfalls vernichten. Und Jack muss wegkloppen. Jeglicher Gegner hat es auf dich abgesehen, mein Freund. Jeglicher Gegner wird dich jetzt hauen. Maidenmatze Teil 2! Maidenmatze 6 Teil 2! Maidenmatze 6 Teil 2! Maidenmatze 6 Teil 2! Lukas, zeig diesen Bastarden, was eine Hacke ist! Verklopft sie mit allem deiner Macht, Lukas! Du musst es jetzt zeigen! Sonst schaffen wir gar nichts mehr, Lukas! Kämpf sie gegen an! Kämpf alles kaputt! Nur gegen dich können wir noch was erreichen! Gameboy, du bist der schlechteste Gegner, den ich jemals gesehen habe! Der Blästerbug wird dich vernichten! Und Lukas wird die Streitkolbendämmerung, den puren Hass entfesseln, Lukas! Ja, mach ihn tot! Ja, Lukas, ja! Lukas, töte alle! Lukas! Mann, mach ihn tot, Mann! Ja, so viel Schaden hat noch nie ein Mensch gemacht! Oh Gott, ist Gameboy stark! Ist das ein starker Gegner? Gameboy, du kannst nicht für immer gewinnen! Ich häge dich an, Gameboy! Oh, Gameboy ist angeschlafen! Okay, es wird alles auf einmal kommen! Wir müssen einfach immer alle töten! Lukas, noch mehr Streitkolbendämmerung! Du wirst alles bekämpfen! Lukas, los! Mach halt die... Ja! Meistersgruppe war siegreich, dank Lukas, weil er einfach zu viel Schaden macht. Keine große Herausforderung. Langweilig. Zwerge zu verkloppen hat mehr Spaß. Hast du noch eine zweite Wahl? Wieso sich jeder Endboss? Eigentlich nicht. Aber wenn du schon fragst, immer diese umgekehrte Psychologie. RIP in Tier! Jetzt bist du mir fast sympathisch! Okay, alles klar. Quack! Gameboy in Badass-Modus erscheint. Oh shit! Er hat eine zweite Form! Wir hätten es wissen müssen! Lukas, Streitkolbendämmerung! Ja, Streitkolbendämmerung werde ich vernichten, Mann! Ich werde dich so richtig vernichten! Oh Gott, Gameboy in Badass-Modus bannt uns voll ab mit seinen Superschaden! Oh Leute, Draco, was er macht, die super Schadung. Ja, Schaden. Okay, du wirst irgendwann sterben. Wird durch deine Krackpower wirst du auch nicht gerettet werden. Nimm Aquanox 2. Nimm alles auf einmal. Okay, du hast es ja nicht alles gewollt. Was mache ich denn? Das mache ich. Blasterbock einsetzen. Und nun will ich mehr Verkloppung. Und natürlich Lukas, Streitkolbendämmerung. Die Streitkolbendämmerung macht alles kaputt. Stirb, Mann, wir ballern dich so weg. Oh Gott, wieso hat ihr auf der zweiten Form? Die erste war schon so lange. Das ist richtig am Kämpfen, was soll's. Richtig am Kracken ist er. Und einer macht die BFG 9000. Und wir werden alle dran sterben, er macht so viel Schaden, ey. Aber wir müssen ihn einfach weiter verkloppen. Wir müssen das irgendwie überleben. Irgendwie müssen wir es schaffen. Mehr Verkloppung und Streitkolbendämmerung von Lukas. Nur Lukas kann uns hier raushelfen. Die Streitkolbendämmerung wird uns alle irgendwie retten. Wenn es immer dunkler hier wird, werden wir auch gegen diesen Gegner gewinnen. Es ist gar keine Frage. Es ist keine Frage, denn wir werden gewinnen. Wir waren schon immer dazu bestimmt zu gewinnen. Ob ich nun sterbe oder Akrobastian, wir werden es schaffen, denn wir werden ihn kloppen. Auch wenn ich dabei drauf gehe, Lukas wird überleben. Denn Lukas ist super stark. Lukas, erzeugt den puren Hass. Oh Gott, Gameboy, du hast keine Chance gegen uns. Oh nein, ich bin auch bewusstlos geworden. Stimmt doch einfach. Mein Gott, Gameboy. Wieso ist er so stark? Wieso ist er so stark dabei? Ich weiß es nicht. Wir müssen den Mauszeiger benutzen, um diesen Gegner zu besiegen. 2009er Modus aktiviert. Das ist so wichtig, dass wir das gerade tun. Mehr Verkloppung und Streitkolbendämmerung. Vernichte ihn endgültig. Und man kann Gameboy nicht besiegen. Doch kann man. Matzesgruppe war erfolgreich. Wirklich zu schwach. Hast du noch irgendwas zu sagen? Ja. Hus, danke fürs Spielen. Hus. Ich hoffe, das ist wenigstens spannend, weil ein Spiel meines. Halt die Fresse und stirb, wenn ich zu Spaß! Lukas vernichtet ihn. Und jetzt! Nein, Unsterbliche und verzweifelt. Diese Welt ist dem Untergang geweiht. Lukas tilgt mit seinem Hass diese Dimension von Antlitz der Welt. Lukas bringt alles um. Wieso gibt es hier nichts zum Kloppen? Na, das hast du ja toll gemacht. Jetzt sind wir im Nichts gelandet. Lukas zerstört das Nichts mit seinem Hass. Oh Gott. Oh nein, Lukas bringt wieder alles um. Oh Mann, wieso kann Lukas alles umbringen? Besser.
Endlich sind wir draußen. Hier gibt es auch immer noch nichts zu kloppen. Du kannst ja es mit mir, dann kannst du zu mir mit nach Hause kommen. Dann könntest du da irgendwelche schlechten Spiele schlagen, wie zum Beispiel Silver. Malte Matze 6. Das war Malte Matze 6, meine lieben Freunde. Idee und Umsetzung. Das war der Gamer 254. Wer hätte es gedacht? Tja, nützt ihr Battle Facets? Könnt ihr euch jetzt alles durchlesen, wenn ihr wollt. Es wird hier langsam sehr dunkel. Aber das war das Ende. Am Ende gehen Lukas und Jack schlechte Spiele kloppen, wie zum Beispiel Silver. Ich bin in einem kleinen Haus und Bastian ist ein Licht. Und es ist doch alles scheißegal. Es ist alles scheißegal. Alles ist scheißegal. Also wirklich alles. Was soll ich dazu sagen? Es war ein gutes Spiel gewesen. Hatten alles gehabt, was wir brauchten. Und ja. Ich bedanke mich bei dir. Bedanke mich bei dir, Gameboy, dass du das für mich fertig gemacht hast. Es war ein richtig gutes Spiel. Dass Lukas auch nachher noch aufgetaucht ist. Richtig geile Zulage gewesen. Hat richtig, richtig Spaß gemacht, diese RPG. Richtig viele geile Ideen. Und ich hätte niemals gedacht, dass du dir echt so viel Arbeit dafür machst. Es hat richtig Spaß gemacht. Hat richtig Laune gemacht. Sogar Rüdiger kam mal kurz davor. Und dann kam einfach Lukas und hat die ganze Dimension zerstört. Tja, es war wirklich, ja, wirklich Felix, es war absurd. Es war ein absurdes Spiel, das unglaublich viel Spaß gemacht hat. Dankeschön dafür. Tja, was soll ich dazu sagen? Ich habe nichts mehr weiter zu sagen. Nun sind wir am Ende angekommen. Und wir sind am Ende auch dieser Aufnahme. Gucken uns noch ein bisschen an, was da noch alles gezeigt wird. Ja, natürlich war Franklin Packy mit dabei. Ich wusste doch, ja, wie wir rausgehört. Und, tja, da bleibt schon nichts mehr weiter zu sagen, außer, tja, bis zum nächsten Mal. Wir schauen uns mal an, was wir zu Hause gemacht haben. Natürlich Mind Magic 6. Wenn sich Mind Magic 6 oder 7 noch nicht von mir angesehen hat, würden wir natürlich darüber freuen, wenn sich das noch jemand ansieht, wenn es was für euch ist. Ich kann es euch nur empfehlen, wenn ihr einfach mal einen schönen Abend Zeit habt und nicht wisst, was ihr tun sollt, dann könnt ihr euch einfach das anhören. Beziehungsweise euch einfach mal Mind Magic angucken. Ist auch ganz gut, einfach mal zum Zuhören, das ist ein sehr entspanntes Spiel zum Teil. Deshalb ist das eine sehr gute Idee. Ja, vielen Dank fürs Spiel, mach weiter so. Dankeschön, Gameboy. Werde ich machen. Ich bin ja noch hier. Und alle, Rüdiger, alle weg. Okay, gut, alle weg. Aber wir machen weiter. Also, bis zum nächsten Mal beim nächsten RPG. Das war Malte Matze 6. Nicht. Vielleicht doch. Einen schönen Tag noch. Tschüss.